Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Ocean The Last Hope. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich euch gerade ausgerechnet im Speichermenü begrüße. Das hat einen ganz einfachen Grund und damit ihr das seht, dass ich jetzt abspeichere. Es wird gespeichert, Inhalt wird gespeichert, Speichervorgang abgeschlossen, okay. Ich werde euch dann jetzt mal gerade zeigen, was mir eben passiert ist. So, ich musste ihn widerlegen, Leute. Ich musste ihn widerlegen. Aber dieses Mal leben alle. Ich hab's geschafft. Und zwar musste ich ihn widerlegen aus einem ganz einfachen Grund. Denn ich habe nach der letzten Aufnahme eine Pause gemacht. Und hab was gegessen und getrunken. Und es hat aber ein bisschen länger gedauert, bis mein Essen fertig war. Und bis ich gegessen habe. Also da ist eine gute Stunde umgegangen. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich abgespeichert habe. Und wegen der Spielzeit habe ich dann das Spiel neu gestartet. Und habe dann gesehen, oh super, ganz toll. Wir haben nicht abgespeichert. Ganz toll gemacht, oder? Aber hey, immerhin, es ist niemand gestorben. Also doch, die sind einige Male gestorben. Aber ich habe es dieses Mal besser hinbekommen. Ich glaube aber, ich habe beim letzten Mal mehr Erfahrungspunkte bekommen. Aber das ist mir egal. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja? Ich schneide euch jetzt nochmal raus und dann sehen wir uns nochmal back to the beginning. Herrlich, oder? Das war ein Traum. Aber ich muss euch sagen, dass mir das relativ leichter gefallen ist. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil ich einfach dann den Dreh raus hatte, wie ich ihn besiegen muss, sondern die ganze Zeit ist es am einfachsten gewesen, wenn ich die ganze Zeit Blindsides eingesetzt habe. Und ja, das hat auf jeden Fall besser funktioniert als in der letzten Folge. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum hauptsächlichen Part. Und zwar, hoffe ich und bete, nee, beten jetzt nicht unbedingt, aber ich hoffe einfach und drücke die Daumen, genau, wir drücken die Daumen, dass Face überlebt hat, auf irgendeine Art und Weise überlebt hat. Ich hoffe nicht, dass er gestorben ist, das wäre echt traurig, das wäre traurig, dann wäre das hier wirklich, falls er gestorben sein sollte, was ich nicht hoffe, dann ist das hier tatsächlich das zweite Videospiel, das ich bisher gespielt habe, in dem ein Charakter, mit dem ich gespielt habe oder mit dem man spielen konnte, gestorben ist. Ja, also bisher habe ich da nur Final Fantasy VII gespielt, als ein Charakter gestorben ist. So, hier unten kommt jetzt ein Kampf. Ich sagte ja in dieser Folge, ich lasse euch jetzt in diesem Kampf mit drin, ansonsten wird das hier nichts. Genau, und du stehst direkt hinter mir. In dieser Folge werde ich diese Höhle komplett untersuchen. Ich werde hier versuchen, alles mitnehmen zu können, wie es nur geht. Werde euch aus den Kämpfen rausschneiden, es sei denn, wir treffen einen besonderen Gegner, den wir vorher noch nicht getroffen haben sollten. Oder falls es eine Gegnerkonstellation geben sollte, die wir bisher auch noch nicht hatten. Ansonsten werde ich euch aus den ganzen Kämpfen rausschneiden, also da braucht niemand Bammel haben. Für diejenigen, die das überhaupt interessiert, was es hier in dieser Höhle noch zu holen ist. Mich interessiert das. Ich möchte hier alles mitnehmen oder versuchen, alles mitzunehmen, was mir die Höhle geben möchte. So. Rechts rum, dann komme ich wieder in die erste Ebene, ne? Deshalb ist es am sinnvollsten, wenn ich hier durchlatsche. Ach so, ja, vielleicht lasse ich euch dann doch noch in dem einen oder in dem anderen Kampf mit drin. Denn Sarah hat ja was Neues gelernt. Ne, Sarah hat nämlich Exheilung gelernt. Das habe ich euch fast vergessen zu sagen. Sie hat Exheilung gelernt. Ich habe keine Ahnung, was Exheilung ist. Vielleicht sehe ich das aber ja auch hier, oder? Kenntnisse einsetzen. So, Sarah, sehen wir hier Exheilung? Exheilung, genau. TP Regenerationssymbol. Regeneriert mindestens 71% der maximalen TP eines Verbündeten. Ist dem so? Okay. Dann hast du Explosion gelernt. Angriffssymbol Feuer. Löst eine große Explosion mit dem Feind im Mittelpunkt aus. Mit dem Feind? Okay, aber das zieht uns nichts ab, oder? Ich weiß nicht, so mit Explosionen, dann bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich mal so an die Bomber denke. Dann hat aber noch jemand was gelernt.
glaube ich. Wie sieht's hier aus? Nee, ne? Du nicht. Du nicht. Du nicht, weil du bist gestorben. Du bist der einzigste Tote gewesen, der nichts gelernt hat. Waren das nur die zwei? Kräftigung. Okay. Ja. Alles klar. Das war's dann. Gut. Aber ich habe ja jetzt hier meine Gruppe hier mit Miracle, Maria, Aromat und Bacchus. Mit denen habe ich... für die habe ich mich entschieden, weil sie jetzt halt alle noch unter Level 50 sind. Die anderen sind ja schon bei Level 47. Die werde ich dann erst einwechseln, sobald hier die vier Level 50 erreicht haben. Damit das alles ein bisschen im Gleichgewicht ist. So, dann wollen wir mal. Hey, möchtest du nicht? Alles klar, ich werde dir auch nicht hinterherlaufen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Hast du mich jetzt etwa gesehen oder was? So, hi. 1045 Erfahrungspunkte. Na, immerhin. Nice, nice. Okay. So, Moment, ich muss mir gerade noch was notieren. Da das hier ja eigentlich jetzt drei Videos sind, die ich in eins packe, deshalb muss ich mir hier so ein bisschen die Zeit gerade notieren. Ich muss gerade ein bisschen rechnen, wie lange die anderen zwei Videos sind. Und damit ich nicht vergesse, hier die Kämpfe rauszuschneiden, denn das wäre nicht so gut, wenn das passiert. So, okay. Gehen wir einfach mal so von diesem Zeitstempel aus. So, muss ich nur kurz nochmal überlegen. Ach so, ja, ich bin dann darüber gesprungen, ne? Das wollen wir aber dann dieses Mal vermeiden. Dieses Mal möchte ich nicht runterspringen, sondern habe ja auch noch gerade Außenweg, ne? So, hallo? Gab's euch beim letzten Mal auch? Ich hätte gern einen Überfall. Können wir das machen? Ach, ich habe ihn erledigt. Ich dachte, Dings wäre schneller gewesen, Miracle, aber dem ist wohl nicht so. 4147 Erfahrungspunkte. Kann ich jetzt auch nicht meckern, aber meine Bonustafel ist hier wieder zusammengeklappt. Das war natürlich jetzt nicht so toll. Ich glaube, dass da unten ist doch die Stelle, ne? Ganz unten, wo wir den Gegner bekämpft haben, den Boss. So, hier habe ich auf jeden Fall nochmal eine Stelle, wo ich Erz abbauen kann. Dann möchte ich das natürlich dann auch ausnutzen und alles mitnehmen. Dunkelheitstein, grüner Barrel und magischer Ton. Davon haben wir jetzt auch einiges, ne? Boah, ich möchte auf jeden Fall unbedingt, wenn wir nochmal auf unserem Luftschiff sind, möchte ich auf jeden Fall, ja, okay. Möchte ich auf jeden Fall mit Welch interagieren und mit ihr dann einige tolle Sachen herstellen oder Rezepte finden und so. Da hätte ich richtig Lust drauf. Da bin ich auch sehr neugierig. 1293 Erfahrungspunkte. Und hier tut sich leider gar nichts. Wir haben nichts Neues gelernt. Das ist schade. Denn ich würde das toll finden, wenn jetzt hier diese Gruppe noch was Neues lernen würde. Dann könnten wir das direkt einsetzen. Und dann würden wir sehen, was wir genau gelernt haben. Moment mal. Stopp. Hier ist kein Monster? Ich wollte schon sagen, hier muss doch ein Monster sein. Das ging ja schnell. Gut gemacht, Miracle. 1260, jawohl, Level 45 erreicht. Bacchus, Rang 10. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal nachschauen. Ich weiß gar nicht, wie es da bei dir gerade aussieht mit deinem Steel Level. Moment mal, war das hier? Ja, das war hier. Bacchus, Rang 10. Okay, dann machen wir hier weiter bis 15, ne? Wie sieht's hier aus? Hier machen wir auch weiter bis 15. Gut, alles klar. Möchte ich nur nicht den Überblick verlieren. Versuche ich zumindest mal, den Überblick nicht zu verlieren. Kommst du hier runtergesprungen? Oder angeflogen? Ah nein, ich muss hier außen rumlaufen. Ich hab's verstanden. Hä? Ah, natürlich, den Erdring einsetzen. Alles klar, ergibt Sinn. Super, ist ja kein Problem, setze ich sehr gerne ein, weil... 800 Erfahrungspunkte, ja, sehr schön. Weil ich kann, ich habe auch die Fähigkeit laden, Leute. So, dann komm mal her. Jawohl, wenn das mal kein Überfall ist. Und das ist ein Überfall gewesen, sehr schön. Ich habe wieder Splitter in meiner Bonustafel. Und du hast Level 45 erreicht. Wunderbar. Ach, das darf gerne so weitergehen. Da habe ich wirklich gar nichts dagegen. So,
Dann möchte ich aber als erstes mal hier Erz abbauen. Bin ich jetzt in der Sackgasse oder was? Denn ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob es hier weitergeht. Dunkelheitsstein und Gnomstein. Ich werde jetzt mal gerade die Karte öffnen. Ah doch, ich... Ah, okay. Gut, dann muss ich hinten nochmal rum und hinten durch. Das wird dann der einzige Weg sein, den ich dann noch zur Verfügung habe. Und wir haben hier Folgendes nicht erhalten. Oh, dann behalt's doch. Dann behalt's doch. Den Erfolg habe ich mir ja eh versemmelt. So, Moment. Ja. Aber vielleicht, ich laufe trotzdem mal hier entlang. Denn vielleicht gibt es ja hier auch noch eine Stelle mit einem Treibsand. Moment. Nein, das war schon vorher da. Ich glaube, dadurch sind wir auch runtergekommen, ne? Ich werde nochmal zurücklaufen. Und dann mal nachschauen, wo ich denn da oben durchkomme. Hier. Hier. Komme ich doch noch irgendwo hin. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir genau dorthin kommen. Ah, hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, hier gibt es auch noch eine Menge Kisten. So, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen, wenn du das nicht möchtest. Das muss nicht sein. Super. Hast du mich jetzt gesehen? Hast du mich wahrgenommen? Komm, schnell, Edge. Oh, super. Ganz toll. Moment. Warte. Wo bin ich? Ich bin hier. Okay. Ich versuche nicht gegen dich zu kämpfen. Hier muss ich durch. So, und dann... Nochmal hier hinten in die Ecke. Hi. Ich bin fast in die Schrein gelatscht. Oh. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine Kiste. Super. Das bedeutet, ich muss hier gleich runter. So, aber erstmal Erz abbauen. Dunkelheitsstein. So, nochmal die Karte öffnen. Ja. Zu dieser Kiste möchte ich auf jeden Fall hin. Okay. Komme ich hier rüber, ohne da durchzufallen? Das ist doch schon mal was. So, und dann, aha. Nein, 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 nein. Nicht von hinten. Das dürfte aber jetzt nicht von hinten sein. Ich sollte hier vielleicht nochmal bei meinen Leuten die MP einstellen, wenn ich mir mal so hier Miracle anschaue. Okay, keine besondere Kenntnisse. Ach, keine besonderen Vorkenntnisse gab es hier. Moment, ich sehe wieder nichts. Super. Aber hier ist die Kiste. In Anführungszeichen. Stahl zweimal erhalten. Okay, ich hätte mich jetzt ein bisschen geärgert, wenn hier jetzt nichts drin gewesen wäre. So. Nein, das hier war nicht... Das hier ist nicht das, ne? Das ist nicht diese Stelle hier. Das ist eine andere gewesen. Diese hier. Okay, dann macht's mal gut, ihr zwei. Tschüss. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinfallen. Okay, hier sind wir definitiv nicht gewesen. Ich öffne mal die Karte. Okay. Schön. Moment mal. Stopp, 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 stopp. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Wir sind dann jetzt in der vierten Ebene, oder? Wir müssten in der vierten Ebene sein. Ich glaube, ich habe da ein Bein gesehen. Ja. Oder ein Schwanz. Könnte auch ein Schwanz gewesen sein. Kiste. Möchtest du dich öffnen? Rezeptur Nummer 11. Wunderbar. Können wir bestimmt später alle verkaufen oder so. Die Rezepte oder so. Ich habe keine Ahnung, was man mit denen tun kann. So, in diesem Kampf habe ich dann auch jedem MP-Verbot erteilt. Dann müsst ihr das im Menü auch nicht sehen. Doppelblindsides aktiviert. Verhindert Konter. Ja, das hatte ich, das hatten wir ja bei dem letzten Boss, ne? Bei den neuen Käfern, die er gerufen hat. Sobald ich bei denen Blindside ausgeführt habe, oder ausführen wollte, war das nicht möglich, denn die haben direkt gekontert. Kann auch sein, dass es möglich war und sie deshalb gekontert haben. Ich habe das Gefühl, dass ich hier durchkomme. Ja, das hat doch irgendwie so einladend ausgesehen. So, und dann direkt die Starttaste drücken, damit wir die Karte sehen. Okay, 700 Erfahrungspunkte. Ja... Ja, ja. Dann wollen wir mal hier rein. Okay. Nein, bitte nicht. So,
So, und raus. Ah, ich habe schon wieder vergessen, meinen Zorn einzusetzen. 1900 Erfahrungspunkte, Rang 6 für Miracle. Level 46 Berge, sehr schön. 100 Insektenfeinde besiegt. Ah, super, wir haben eine neue Kampftrophäe, das freut mich aber. Jetzt dürfte hier aber niemand mehr sein, richtig? So, dann wollen wir hier mal nochmal was abbauen. Lichtstein und Gnomenstein erhalten. Ja, ich bin ja froh, dass wir das aufnehmen können. Ich glaube, das Spiel wird mir das aber auch nicht sagen, wenn es nicht aufnehmen könnte, oder? Hier gehe ich nochmal diesen Weg entlang. Oh, ich wollte noch sagen. Super. Das ging schnell vorbei, muss ich sagen. Ich muss mich hier aber erstmal ein bisschen heilen. Das sieht nicht so toll aus. Jawohl, Level 46 für Miracle. Das ist schön. Vor allen Dingen hat die schon 12.400 TP. Das sind doch 400 gewesen, oder? Nein. 12.086. Aber trotzdem. Gegenstände. Gegenstände einsetzen. Wie viele Zelte haben wir denn? Okay, nee, das möchte ich dann nicht einsetzen. Aquabären. Bitte, die müssen wir einsetzen. Rotes Kraut. Bitteschön. Obwohl du ja eh keine MP benutzen kannst, aber trotzdem. Wie sieht's mit Medizin? Oh Gott, Blaubeeren müssen wir benutzen. Ach Gott, die müssen wir unbedingt benutzen. Bitte mal. Meine Damen und Herren. Okay. Dann wollen wir mal hier rein. Ich hab dich gesehen. Ah, super. Eine weitere Kiste. 1900 Erfahrungspunkte. Das scheint es dann auch schon gewesen zu sein. Ich dachte, vielleicht wird nochmal irgendjemand was lernen, aber nö. So, zwei Kisten und beide sind eingefroren. Super, allein schon deswegen hat es sich gelohnt, nochmal hier hinzukommen. Oder was heißt nochmal hier hinzukommen? In dieser Ecke sind wir ja nicht gewesen. So, Monster-Edelstein. Ich glaube, das hat der Boss auch gedroppt, oder? Bin mir nicht sicher. Aber ich meine, der hätte auch irgendeinen Edelstein. Was ist hier los? Untersuchen. Die Truhe ist mit heiligem Licht versiegelt und kann nicht geöffnet werden. Mit heiligem Licht? Mit heiligem Licht? Ja, wir haben so einen Ring noch gar nicht. Heiligem Licht? Brauchen wir da noch einen Schattenring oder was? Okay. Sollte ich mir vielleicht unbedingt notieren. Lichtkiste in der Mega-Insektenhöhle. Okay. Alles klar. Ich hoffe, dass... Also ich denke mal, dass wir dann später nochmal hier hinkommen. Müssen wir ja. Ansonsten ergibt es ja keinen Sinn. So, ich kann auf jeden Fall hier runterspringen. Na, toll. Dann tun wir das mal. So, wir sind ein bisschen... senil, wollte ich gerade senil sagen, ich wollte eigentlich, Suizid wollte ich sagen, nicht senil, Suizid gefährdet, weil wir hier direkt in die Monstermenge reingesprungen sind. So, an dir komme ich vorbei, super, Moment, an diese Ecke kann ich mich erinnern, da hinten ist eine Sackgasse, ne? Gut, okay, oh, ja, es hat funktioniert. Okay, so, dann laufe ich quasi nochmal zurück, bin jetzt in Ebene 3. Gut, Moment, hier muss ich nochmal die Karte öffnen. Da kann ich mich ein bisschen erinnern. Hier ist eine Fledermaus, ne? Nee, hier ist keine Fledermaus. Okay, dachte, hier wäre eine. So, hier ist eine Sackgasse. Hier brauche ich dann schon mal nicht entlang zu laufen. Super, kannst du dich mal bitte umdrehen? Kannst du mal weggehen oder so? Nö, ne? Okay, hab's ja doch noch so geschafft. So, hallo, Treibsand. Hier bin ich definitiv reingesprungen, oder? Bestimmt bin ich da rein. Okay. Moment, an diese Gegner kann ich mich erinnern. Ja, weil ich von da oben runtergesprungen bin. Ja, alles klar. So, und hier komme ich dann in die Ebene 4. Logischerweise. Und bin hier. Und bin hier. Moment. Und bin hier. Ja. Okay. Genau, und bin nach links gelaufen. So komme ich... Keine Ahnung, wohin. Ah ja, okay, alles klar. Aber da hinten ist ja auch noch eine Kiste.
So, Ebene 3, jetzt bin ich noch mal da, wo ich eben gewesen bin, nicht? Ja, ergibt Sinn. Okay, ich laufe dann hier lang. Und nun, Nanaki? Fledermaus? Ich weiß nicht. Die Fledermaus sagt mir irgendwie, dass der Weg hier richtig ist. Nö, ist nicht so. Ist eine Sackgasse. Okay, Moment. Hier ist nochmal Treibsand. Ist das vielleicht das richtige Loch? Also, was heißt Loch? Das ist diese richtige Stelle. Ah, ich bin wieder hier. Okay. An diese Stelle kann ich mich... Aber wir waren auf der anderen Seite. Hier sind wir nicht gewesen. Nein, hier sind wir nicht gewesen. Wir kamen auf der anderen Seite da raus. Und das, daran konnte ich mich sehr gut erinnern. Oder orientieren vielmehr. Wegen dieser... Da ist eine Ritze, ne? Wegen dieser hellen Stelle da hinten. Deshalb wusste ich das. Okay, aber wir sind auf der anderen Seite. Das ist doch schon mal gut. Wow. Du bist richtig hässlich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber... Das ist die Kiste, die ich nicht... Ja, danke schön. Danke fürs Gespräch. Danke, ich weiß Bescheid. Ich weiß, was du für eine Kiste gewesen bist. Och, Mann. Ist mir aber dann auch erst eingefallen, als ich davor stand. Oh, wie doof. Okay, ja. An dir komme ich nicht dran vorbei. 950 Erfahrungspunkte Basilikum erhalten. Och, Mann. Das hier macht mich doch jetzt gerade echt sauer. Das... Ich hätte mir doch denken können, dass das eine Kiste ist, wo das Inventar voll gewesen ist. Denn das sind ja insgesamt zwei Kisten gewesen, ne? Genau. So, und hier komme ich dann auch nochmal in den Bossraum. Abspeichern werde ich jetzt nicht, weil, kein Grund dafür. So, hier kommen wir dann nochmal hoch und kommen dann nochmal in den Eingangsbereich. Also sprich in Ebene 1 kommen wir dann. Ebene 2, genau, und dann einmal hier durch und dann sind wir nochmal in Ebene 1. Aber ich habe dann alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Außer Glühstab, ja, das ist dann halt nicht anders. Okay, ich werde trotzdem sicherheitshalber nochmal abspeichern. So, dieses Mal habe ich erfolgreich abgespeichert. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir rausgehen. Dann bekommen wir bestimmt eine Szene zu sehen, oder? Keine Szene? Keine Szene? Echt nicht? Ich muss jetzt bestimmt nochmal komplett den Weg zurücklatschen, oder? Was ich echt ein bisschen blöd finde. Ich kann mich nur nicht genau an den Rückweg erinnern. Das könnte auch wieder sehr lustig werden. Die Wasserhöhle. Moment mal. Ich kann bestimmt hier runterspringen, oder? Das Spiel meint's doch dann bestimmt gut mit mir. Um mir den Rückweg abzukürzen, ne? Komm, bitte sei nett, Spiel. Und du geh mir nicht auf den Keks. Und du auch nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh, Mann. Ich hab doch keine Ahnung. Ich lauf mal hier lang. Ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Ich musste doch durch die Wasserhöhle, ne? Moment mal. Kann ich hier vielleicht irgendwo runterspringen? Das hier erinnert mich irgendwie... Nee, es erinnert mich an gar nichts. Moment mal, da hinten qualmt's. Ja, da hinten qualmt es. Da war doch was. Ja, da muss ich hin. So, irgendwo kann ich doch hier runterspringen. Oh, Gott sei Dank, dann ist es doch nicht so weit. Und ich muss euch nicht rausschneiden. Das wäre jetzt das kleinste Problem gewesen. Ich habe da jetzt keine Probleme mit in der Nachbearbeitung, euch rauszuschneiden oder so. Meine Angst war jetzt einfach nur diesen langen Weg. Ich hatte jetzt so Angst, dass ich diesen Weg nicht mehr finde. So, weißer Reis, Gemüse und Aquabären. Und ich möchte zu Welch. Unbedingt, unbedingt. Und dann werden wir bestimmt neue Gespräche auf dem Schiff führen. Hier könnte ich jetzt nochmal speichern. Muss nicht sein. Komm schon, ich bin so gespannt, Leute. So. Das hier ist ja unser Flugschiff. Mich wundert es nur, dass hier niemand ist. Ist Crow vielleicht auch zurückgekommen? Der wird uns bestimmt kontaktieren, wenn wir auf unserem Schiff sind. Oh. Ich weiß nicht. Gehst du zu Berkey?
Aber nicht schnarchen, ja? Schnarchen mag ich nämlich nicht, okay? Okay, ich denke, dass sie da flexibel ist, oder? Obwohl... Nein, ich hab's nicht so mit Kindern. Ach, das will er nicht. Schade. Denn ich hätte das... Ich hab nämlich das Gefühl gehabt, dass die eigentlich ziemlich gut zusammenpassen würden. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Limmel ihm vielleicht einige Sachen sagen würde, worüber er vielleicht im Nachhinein darüber nachdenken würde. Aber das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich hab's mit Kindern nicht so, sag mal. Okay, wie du meinst. Okay, nö. Ich bleib lieber allein. Oh, kann ich auch irgendwo verstehen. Nun, ich bin schließlich ein... Ach, das sagt Sarah. Das sagt Sarah. Ach so, natürlich, weil sie nicht... Ja, okay, alles klar. Ja, das lassen wir dann so. Schon okay. Bleibt so die Einteilung. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das hier für eine Stelle ist. Ich stelle mich einfach jedes Mal drauf. Bin ich dann komplett geheilt oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, da werde ich jetzt nicht reingehen. Moment, stopp, ich muss die Karte öffnen, sonst bin ich verwirrt. Doch, ich werde hier reingehen. So. Wir müssen erstmal zu Welch. Nicht? Weil ich doch hier jetzt nochmal... Ja! Rezepte entwickeln will. Oh, ach so, ja, das hier ist falsch. Das Interface starten. So geht das Ganze. Starte Interface. Neue Rezepturen, Lichttalisman und Fluchgebräu. Rezeptur entwickeln. Okay, dann werde ich jetzt hier... mir wurde empfohlen, eine Dreierkonstellation zu machen, ne? Das ist, irgendwie am besten. So, dann fange ich mal so an. Du kommst dann hier mit dazu. Du hier hin. Vimon. Mit Miria, Sarah und Edge. Okay, ich nehme dich dann doch nochmal raus. Aber allerdings hierhin. Miracle, komm du mal mit Raimi zusammen. So, dann starte ich das mal. Entwicklung mit dieser Gruppe starten. Okay, wow. Tornado-Speer, Sirupmischung. Gold. So, die haben schon mal keine Ideen mehr. Mit Lähmungsgebräu. Oh, wo ist hier meine tolle Liste? Keine Ideen mehr. Okay, Reifbeeren. Obwohl, das kommt ja gleich separat nochmal, ne? Leckerbeeren, auch gut. Donnertalisman. Schattennadeln als Symbolkarte. Ja, Miria und Limo. Vampirklinge. Sehr schön. Überdämonenfetisch. Alle Gruppen sind fertig. Jawohl, Tornado-Speer. Okay. Sirupmischung. Okay, da hätten wir schon mal alle Rezepte zusammen. Nicht Rezepte, sondern die Zutaten zusammen. Gold, sehr interessant. Mithril. Da, ich brauche einmal Mithril für einen Auftrag, habe ich mir aufgeschrieben. Lähmungsgebräu, Reifbeeren, Leckerbeeren. Okay, da... Alles klar. Schattennadeln, die Vampirklinge. Überdämonenfetisch. Alles klar. Gut, dann tausche ich euch zwei und wir starten erneut an Interface. Okay. Aluminium. Pfannengebratenes Gemüse. Abschaumtöter. Platin. Ausdauerkuchen. Erweckungselixier. Schwertfischpikata. Reanimator. Tempokuchen. Ekelpampe. Beschleunigungskuchen. Sukiyaka? Spricht man das so aus? Keine Ahnung, das hört sich nach Essen an. Wunderkuchen. Keine Ideen mehr, aber hey, das war gut. Ja, das ist alles wunderbar. Das werde ich dann jetzt auch alles überspringen. Ich habe ja alles vorgelesen, was wir hier haben. Gut. So, euch habe ich getauscht, ne? Wenn ich euch wieder tausche, bringt das gar nichts. Deshalb tausche ich das mal so. Genau. Dann starten wir mal.
So, Tuch des Lichts, Symbolkarte, Vulkanausbruch. Keine Ideen mehr. Tuch der Dunkelheit, Symbolkarte, Terrahammer. Okay, Sitzung beendet. Alles klar. Super. Gut, dann wart ihr vier ja alle zusammen und ihr vier wart zusammen. Mariko, komm du mal rüber. Du hier hin. Dann probieren wir das Ganze erneut. Keine Ideen. Kältestab. Selbstzerstörer 3000. Ogerrüstung. Ozeankrallen. Ozeankrallen. Ich weiß nicht, warum ich das eben so komisch betont habe. So, euch habe ich rübergenommen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich hier eigentlich gemacht habe eben. Miracle ist eigentlich dort gewesen, nicht? Dann tauschst du und du mit Edge. Ich glaube, dann haben wir alles, oder? Keine Ideen mehr, keine Ideen mehr, keine Ideen mehr und keine Ideen mehr. Ah, ne, Aquarüstung. Symbolkarte, Symbolwaffe. Okay. Kommt da noch was? Nein, schade. Okay. Aber besser als gar nichts. So, dann fange ich jetzt mal an mit einer Dreierkonstellation. Ihr kommt mal hier rüber. Kommt du mal hier runter? So, probieren wir das mal aus. Papier vielleicht. Jawohl, Liebesaroma konnte erstellt werden. Spezialintelligenzsamen. Auch das ist, hört sich gut an. Spezialmagiesamen. Aha. Keine Entwicklung, keine Ideen mehr. Sehr schön. Cool, cool. So, dann tausche ich euch beide mal aus und gehe nochmal auf Start. Ich möchte jetzt nicht so viel durcheinander machen. Jawohl, Körper. Körperstimulanz. Spezialgenauigkeitssamen. Okay, wer von... Keine Ideen mehr. Das ist völlig in Ordnung. Das hat gereicht. So, euch habe ich gewechselt, ne? Dann kommt jetzt mal Berges dazu. Mal gucken, was ihr dann lernt. Windklinge. Okay, Smogger. Handliche Kältebombe. Symbolkarte Kräftigung. Donnerwirbelsturm. Mobilisator. Okay, jawohl. Handliche Giftbombe. Heiliger Schmerz als Symbolkarte. Giftneutralisator. Symbolkarte Tornado. Angriffsbrecher. Symbolkarte Gegenwehr. Sichtoptimierer. Windtalisman. Spezialschutzsamen. Sushi. Spezialverteidigungssamen, Symbolkarte Auslöschung, Symbolkarte Tornado, Spezialgesundheitssamen, Symbolkarte Auslöschung. Okay, sehr interessant, muss ich sagen. Hier haben wir ja echt eine Menge gelernt. Super. Da gibt es bestimmt auch einen Erfolg für, ne? Wenn man alle Rezepturen zusammen hat. Ja, schön. Das ist ja richtig nice. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich habe alles vorgelesen. Wir werden das uns später mal alles genauer irgendwann mal anschauen. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache und wie ich das mache. Wir werden sehen. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz überlegen. So, und dann tauschen wir das hier mal. So, und wir starten das Ganze erneut. Keine Ideen mehr, das ist schon mal gut. Tee der Stärkung entwickelt. Tee der Protektion. Protection, oder? Symbolkarte Heilung. Ja, keine Ideen mehr. Das ist gar kein Thema. Das ist alles in Ordnung. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, Limo, lass mal Miracle bei die beiden da rein. Weihwasser. Keine Ideen mehr, ja. Jawohl, Unheilstab. Keine Ideen mehr. Perfekt. Wunderbar. Super. Lese ich am liebsten, wenn wir keine Ideen mehr haben. So, dann kommt... Titus wollte ich gerade sagen. Edge. Genau. Komm du nochmal rein. Hypertrank. Jawohl. Rotdrachenrüstung. Mondsteinschwert. Das ist doch toll. Okay. Ja, das war alles sehr schön. Alles wunderbar und toll.
So, das bedeutet, du warst immer mit jedem mit dabei, deshalb werde ich dich dann rausnehmen. Dann bist du fertig für diese Dreierkonstellation. Ich hätte mir das hier vielleicht ein bisschen aufschreiben sollen, um hier besser um besser damit klarzukommen. So, dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn... Moment, ich muss hier mal kurz überlegen, wie ich das angehe. Das hört sich, glaube ich, alles verwirrender an, als es ist, aber ich muss gerade nachdenken. Dann lasse ich das hier mal so. Limo, komm du rüber. Und ihr zwei. Obwohl da ja keine Ideen stattfinden dürften. Zwischen Miracle und... Ja, nice. Sehr gut. Mist. Fragezeichen entwickelt. What? Was ist ein Fragezeichen? Mystischer Bogen. Okay, das hier ging ja schon mal sehr schnell zu Ende. Das ist gut. So, dann kommst du raus. Oder beziehungsweise wir tauschen dich mal mit Limo. Und starten das Ganze erneut. Keine Ideen. Super, super, perfekt. Wunderbar. Besser konnte es nicht laufen. Sarah, dann kommst du mal hier hin. Und startet ihr mal. Keine Ideen. Richtspeer. Nochmal Fragezeichen. Was ist Fragezeichen? Was bedeutet dieses Fragezeichen? Bekomme ich das Fragezeichen angezeigt? Nein, ich sehe kein Bild. Ich sehe nur, was ich davon brauche. Stein der Weisen. Okay. Sarah mit Bacchus. Super. Keine Ideen. Super, das ging auch sehr schnell. So, Maria, du raus. Du kommst dann hier hin. So, dann machen wir mit denen weiter. Genau, starten wir einfach mal. Todbringerkanone. Das war's. Ja, die Todbringerkanone ist alles. So, ich muss nochmal überlegen. Auch euch beide ja nicht mit hineinzunehmen, ne? Ist ja schwachsinnig. Er kümmert sich um die Waffen. Ich nehme mal Limo mit rein und tausche Berges. Magischer Armreif. Immerhin. Dämonenamulett. Giftschutzamulett. Ja, weil Edge ist mehr so Rüstigung. Juhu, Jungsgeschenk. Kiste. Totschlägerarmring. Na? Kämpferamulett. Lernhandschuhe. Hengstring. Kürbisschutzamulett. Okay, kann ich mir schon vorstellen, was das ist. Wir sind dann gegen die Zustandsveränderung Kürbis geschützt. Drachenschutz. Kleine Gitarre. Symbolkarte, Symbolwaffe. Plus. Das ist es gewesen. Super. Ja, ich bin very satisfied damit. Wirklich sehr zufrieden. Okay. Kleine Gitarre. Keine Ahnung, was wir mit einer Gitarre möchten, aber okay. So, dann Limo raus. Dann kommt die mit rein, ne? Ja. Vitalvase. Kokettvase. Traditionelle Vase. Was wollen wir denn mit den ganzen Vasen? So viele Blumen haben wir doch gar nicht. Jabonsquepase. Ach du meine Güte, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Polenring. Ethikrallen. Sehr schön. Kommen wir zu den Waffen. Magischer Schutz. Keine Ideen mehr. Okay, aber das reicht doch. Das ist doch auch eine Menge gewesen. Okay. Aber ich glaube, dass da müsste jetzt bei allen drei keine Ideen kommen, oder? So, Kraftarmreif. Hatte ich diese Konstellation mit denen noch nicht? Erdgewand. Okay, schön, dass wir das hier nochmal ausprobieren. Super. Dann nehme ich hier aber auch nochmal sie mit rein. Da dürfte aber jetzt eigentlich nichts zustande kommen. Dann habe ich ihn nur vergessen. Wir dürften jetzt alle drei keine Ideen haben.
Super, okay, dann weiß ich Bescheid. So, dann Mariko, bist du fertig? Komm du mal hier hin. Mariko, du kommst auch mal hier rüber. So, Limo. Dann machen wir jetzt mal alles mit Limo. Und Edge. Keine Ideen mehr. Keine Ideen. Symbolkarte Stelle Plus. Keine Ideen. Wunderbar. So. Limo. Leibt. Sarah kommt raus. Berges kommt hier rein. Starten. Niemand eine Idee. Okay. Dann Raimi. Komm du mal hier rüber. Als da doch irgendwie noch was passieren sollte. Glaube ich zwar eher weniger, dass bei Gruppe 3 was passiert. Bei Gruppe 2 auch nicht. Ach, bei niemandem was. Okay. So, Raimi. Tauschen mit Mariko. Ne, diese, das hatten wir ja. Dann komm du mal rein. Keine Ideen. Donnerarmreif, Rätselmetall. Gnomstein, Häschenpüppchen. Häschenpüppchen, ach du meine Güte. Federkamm. Silfenstein. Wasserarmreif. Kattenstein. Trugbildgewand. Salamanderstein. Wildzahnstab. Nähreidenstein. Torstein. Tee der Weisheit. Engelstein. Fee der Aggression. Das hört sich doch toll an. Fee der Aggression gefällt mir. Eine Fee, die klein und goldig ist, wird aggressiv. Finde ich toll. Fee der Aggression. Ja, das können wir jetzt alles überspringen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel entdecken werden. Dann kommst du raus. Dann kommt Maria rein. So, dann probieren wir das Ganze mal. Gruppe 1. Alles klar, Gruppe 1 ist raus. So, Limo. Komm du mal hier rüber. Du bist hier auch fertig. So, Berges und Sarah. Dann dürft ihr jetzt mal... Heldenrüstung, Gruppe 1. Universalrüstung. Wieder Fragezeichen. Das ist jetzt schon das dritte. Haben wir schon was entwickelt, was wir eigentlich noch gar nicht entwickeln sollten? Nee, kann auch nicht sein. Wen nehme ich jetzt raus? Limo. Oh, keine Ideen, Gruppe 1. Oh, okay. Das ist ein... Ach so, ja, weil ich Limo ja mit dabei hatte. Wir hatten das schon mal. Raimi. Hatten wir Raimi mit Sarah und Ed schon mal zusammen? Weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Okay. Medialbogen. Okay, das war's. Okay, dann würde ich sagen, wir haben alles, oder? So, dann komm du mal hier hin. Mariko, geh du mal hier rüber. Und dann starten wir. Heilband. Oh, das war's schon. Okay, aber wir haben ein Heilband. Dann kommt Mariko raus. Dann kommt Berges hier rein. Starten. Nein? Okay. Berges hier hin. Maria. Nee, da dürfte auch nichts mehr passieren, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, aber die Mädels hatten wir alle schon mal. Nee, hatten wir nicht. Stille Gebräu. Giftgebräu. Okay, jetzt ist es aber gewesen. Super. So, Limo. Warst du hier vielleicht schon mal mit denen zusammen? Ja, okay. Gut. So, dann einmal noch so. Und dann müssen wir noch eine andere Gruppe machen, ne? Aber hier hat niemand Ideen. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Sarah raus. Berges. Rein.
mit Miracle. Starten wir das mal so. Keine Ideen. Hatte ich das auch schon mal so? Vielleicht sollte ich Raimi noch mal rausnehmen. Und nehme Limo mal mit rein. Okay. Nö, auch nicht. Ja, ich glaube, ich hatte nämlich so ziemlich schon alles, ne? Probieren wir es so? Nee, okay. Ich gib's auf, ich krieg's nicht mehr zusammen, wen ich schon mit wem hatte und mit wem nicht. Gegenstände anfertigen. Wie viele Rezepte gibt's denn eigentlich immer? Sehe ich das? Oh, was ist das hier? Okay, ja, also ich scheine das tatsächlich zu sehen. Oder? Nee. Nö. Sehe ich nicht. Kann es sein, dass es immer von jedem 50 sind? Würde ich jetzt einfach mal raten. Ah? Was war das hier nochmal? Da kann ich eine Waffe herstellen. Oder so, ne? Keine Ahnung. Schmieden. Ich kann hier was zusammenschmieden. Das ist auch toll. Erdseelenbogen. Ja, aber weiß da nie. Ach, wie gut der ist. Oder sehe ich das? So, Arbeitsmesser. Und den. So, ich kann Arbeitsmesser auswählen. Achso, ja, stimmt. Das hier ist das nochmal gewesen, ne? Ja, okay, nee. Da bleiben wir mal raus. Wir lassen das einfach mal vorerst so. Mit den ganzen Rezepturen. Und so. Werd mal die Karte öffnen. Hier sehen wir noch niemanden. Ich glaube, dass wir dann nach vorne laufen müssen, damit wir die nächste Szene sehen können. Ich werde mal abspeichern. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte abspeichern. Okay, dann wollen wir mal. Oh. Kommt gar keine Szene. Okay. Ich werde wie immer als erstes mal mit Limo sprechen. Oder wie fast immer. Und was jetzt? Ja, das werden wir gleich sehen. Miracle? Jetzt, wo Face nicht mehr da ist, wirkt alles so trostlos. Habe jetzt kaum noch jemanden, mit dem ich mich über all die Kekse hermachen kann. Ja, du darfst dich gerne mal noch mal in eine Katze verwandeln, jetzt wo du gerade von Keksen gesprochen hast. Ich erinnere mich doch da wieder an eine Szene. Wenngleich der Abschied von Herrn Face bedauerlich ist, gehen wir alle weiterhin denselben Weg. Der Abschied, ne? Weil er ja... Ne, der Abschied, das verstehe ich jetzt so, weil er ja mit Crow unterwegs ist, ne? Ich bin daher zuversichtlich, dass wir ihn eines Tages wiedersehen werden. Bis dahin aber müssen wir uns der vor uns liegenden Aufgabe widmen. Ich rede mal mit Sarah. Meine Güte, so viele Dinge, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Schon beim Versuch, mir alles zu merken, wird mir schwindelig. Okay. Maria hat alles im Griff, Raimi auch. Ah, stimmt, du sitzt auch da. Ich spreche aber mit Miriam. Freunde, Ist wirklich eine Weile her, dass ich dieses Gefühl hatte. Ich war wohl zu lange ganz auf mich allein gestellt. So, bin ich mal gespannt, was du sagst. Es macht mir nicht viel aus, eine Weile auf dich aufzupassen. Dafür erwarte ich aber auch, dass du dich ernsthaft bemühst. Ich denke, er wird sich große Mühe geben, Edge. Bist du doch Edge, oder? Dieses Mal besuchen wir N2 aber wirklich, nicht wahr? Ich denke... Ja, okay. Jetzt sofort? Ja. Ja, okay. Oh. Okay. Ich kann N2 auswählen. Okay. Wollen wir schon?
Ich könnte ja aber auch erstmal andere Planeten besuchen, oder? Aber okay, nee. Gehen wir auf N2. Dorthin reisen. Jawohl. All preparations for launch are complete. We can depart upon your order, Mr. Edge. All right, listen up, everyone. We can no longer deny that something's happening to our universe. We still have no idea exactly what is happening, nor what's in store for us in the days ahead. But we may find the answer to those questions on EN2. And when we do, believe me, there won't be any turning back. Knowing that, if you still... It's all right. As long as we're all together, we'll be just fine. Okay? If you're going, Edge, so am I. And you too, right, Sarah? Yes, I still haven't learned to fly yet. I'd be in a bit of trouble if you left me behind. All Lucien wanted was to bring peace to the galaxy. I'm going along with you, because I want to, boy. I'm somewhat disappointed you would even ask. We are friends, after all. I'm sure you know what my answer is. Aww. My only aim is destroying the Grigori, but... I'll stay until the rightful occupant of this seat returns. Da freut sich aber Limo. Und die anderen vielleicht auch. Stimmt. Raimi. Listen. What I'm about to do is probably... No, definitely... contrary to our original mission. At best, we'll be discharged from the SRF. At worst... A crew's duty is with their captain. We all believe in you, Edge. Thanks. Kalnis, engage! Diese Melodie kennen wir doch. Ist auch aus dem Menü Spiel neu starten, Spiel laden, ne? Relax. When the lad returns, I will vacate his seat. I don't care about FaZe at all, Kay? It didn't even matter if FaZe was here or not in the first place, Kay? Hmm? Lim, your face is telling a different story. Yes, I agree. Like you're lonely and worried and having a hard time dealing with it. I'm not worried at all, Kay? FaZe is going to be just fine. He's got Crow with him after all. I'm telling you, I'm not worried, Kay. Ich glaube das jetzt auch nicht. Something wrong, Raimi? What are you planning to do about our report to headquarters? Huh? Our report on Eos and the exploration base. Our SRF mission still isn't over, you know. I have no idea if they'll believe us about the Grigori, but we won't be able to avoid mentioning Crow. That's true. Crow's no longer... His actions have clearly deviated from his SRF duties. There's no question he'll be called to account for them. I've been trying to figure out how to prepare this report for so long. My head's killing me. And I guess we'll have to tell them about Captain Grafton and the others.
Yeah. What is it? High energy reaction incoming, directly ahead of us. What? All hands, brace for... Status report! The Countess is hit, damage minimal. Propulsion systems, all functions normal. We still have full control. Prepare for retreat! Roger. Damn it! Who the hell is it? I've detected two heat signatures from ships in our path. I'm putting them on the monitor. Are those phantom ships? The ones that attacked the Eldarian refugee fleet? You don't think Crow... He wouldn't allow himself to be killed so easily. These ships must be unrelated. Second wave incoming! I'll return fire. Reroute the weapon controls here. Hey, I'm all for returning fire, but with the armaments on this ship, we won't stand a chance against them. If we try to trade fire with them, we'll be shot down first. Is that so? There's nothing I can do here. Hey, this is no time to be kicking back, Meow! Third wave incoming. It's going to be a direct hit. Too late! We can't evade it! Raimi! Raise electromagnetic shields! On it! Closing from behind, registration unknown. What? More of them? Incoming fire from the unknown vessel. What just happened? Did they save us? Do you know them? No. There are no Morphous ships of that design. If anything, that vessel actually looks more similar to... We are not your enemy. Repeat, we are not your enemy. SRF-003 Kalnus, please acknowledge. Kalnus? Do they know us? Acknowledged! This is SRF-003 Kalnus, with the USTA. This is Captain Edge Maverick speaking. Got yourself into quite a little jam, huh? Huh? You're... Is he a friend of yours? The commander of our moon base. And a hero on Earth. The first man to travel faster than light. The pioneer of space exploration. Lightspeed Kenny. There was a time they used to call me that, yes. Now, I'm just one of the suits. This is USTA Moonbase Commander Stephen D. Kenny. I am here on USTA orders. Allow us to more properly introduce ourselves, sir. I am Edge Maverick, captain of SRF-003 Kalnus. I'm First Officer Raimi Sionji, sir. I'm Lim Kei. Miracle Shema here. Hello there. My name is Sarah Durand. I'm a feather folk who can't fly. Miss Sarah, come here. I was been from Peter Parker and just fliegen. It seems you have a rather unique crew, don't you? Yes, sir. They're my friends, and I'm very proud of them. Edge, are you sure about this? They're all... The captain of a ship has full authority over all personnel issues, even if those personnel happen to be extraterrestrials. Then...
The USTA is aware of the existence of extraterrestrials after all, sir? Yes, though our only direct contact has been with the Eldarians. Mr. Gagan was a true gentleman, very intelligent. Have you met Commander Gagan, sir? Yes. A short while ago, in orbit around Mars, he had a fleet of Eldarian ships with him. I see. So the refugee fleet managed to escape. So you knew? Huh? No, never mind. First of all, I'd like to have the report from your mission. Tell me, what did your investigations on planet Eos reveal? Edge. I know. Let's tell the commander everything. Even about Crow? I'm just going to tell him the truth. He'll have to understand. And besides, Crow hasn't done anything wrong. All right. I hereby issue my report, sir. What we experienced, what we learned, everything. That concludes my report, sir. It may be difficult to believe, but everything... Everything you say is true, correct? Huh? I don't have any reason to doubt what you say. You did well, Mr. Maverick. Coming through all those experiences without breaking under them, you did very well indeed. Yes, sir. Thank you very much. Unfortunately, that makes the message I must relate to you that much more difficult. Huh? Following the appearance of Gagan's fleet, more and more Eldarian refugee ships came to our solar system. The Eldarians issued Earth and its people an indictment. They said their home planet had been destroyed by Earthlings. What? Huh? But why... Why would the Eldarians accuse Earth of... Because of what they witnessed firsthand. Wave after wave of black SRF ships mercilessly gunning down their refugee fleet. But those were... Phantom ships, you would argue? I can certainly believe that. But... Can you really ask the Eldarians, who lost their beloved homeworld and now wander as vagrants, to believe it as well? It's only natural they would hate what they saw with their own eyes. The SRF. In other words, Earth. Mr. Gagan did come to our defense, but it was for naught. All the Eldarians' hate and anger is focused on us. How dare we use the technology they themselves provided for such ungrateful, shameless acts, they ask. Their indictment could prove to be fatal for Earth and all who live upon it. I trust, of course, that you understand why that is. I do, sir. As we now know, we and the Eldarians are just two of many races living in our galaxy. If this incident were to become widely known, some of those races would certainly view us as a threat. Even if this did all arise from a mere misunderstanding. We've only just taken our first steps into space. It would present a danger to Earth beyond all imagination. So the USTA was left with no other choice but to offer the Eldarians and the government of Earth this justification. That is a factual impossibility. No vessels of that sort, nor any organizations that might command such vessels, have ever existed on planet Earth. Commander, does that mean... The SRF has been dismantled, along with any evidence it ever existed. We're well aware this is nothing more than a charade, but we have no other options to come to terms with the Eldarians.
Earth will support the Eldarian emigration without compensation. We cannot allow a non-existent organization to disturb that balance. And so, that's why I'm here. I have come to you in order to bring a bit more realism to that charade. Commander, surely you... All hands, abandon ship immediately. Once you are safely aboard this cruiser, the Kalnus will be destroyed. Us? Two of the original SRF vessels still remain. One of them is SRF-003 Kalnus. No such ship exists anywhere in our universe. We cannot permit even the faintest trace of the SRF or its activities to remain. Yes, we must wipe the slate clean of everything. Wipe the slate clean? After we dreamt of going into space for so long? After so many SRF men had those dreams cut short? After all the places this ship has taken us? After all the hardship my friends and I overcame together? You want us to pretend none of it ever happened? That is something I cannot do, sir. Wow. I cannot turn my back on this path we've walked step by painful step. Not after all we've been through. Mr. Maverick, do you fully comprehend the implications of what you're saying? The SRF no longer exists. As such, you are now a complete outsider. The USTA will not be able to grant you its protection. You won't be able to return to Earth. Indeed, you may not be able to find asylum anywhere. You'll be branded a traitor. A traitor? Even that would be preferable. What? I've made my decision, sir. Together with my friends, my allies, I'm going to stand up against this and fight! I realize its sheer audacity, sir. But, because I believe it's what I must do, I'm going to keep moving forward. If the alternative means giving up, I'd rather be branded a traitor. Stand up against the universe, huh? Quite a bold declaration, son. You'll no longer exist. Is that really something you can deal with? We can. Raimi, everyone! There was a time when Edge was so full of regret and worry, he stopped moving completely. But even so, he's managed to overcome every adversity and continue moving forward. Edgy doesn't lie, Kay. So, I know he'll fix everything somehow. I found myself drawn to the heat of Mr. Edge's passion and soul. I will stay by his side for as long as I can feel that warmth. Edge can do it. I know he can. So I just feel like this is where I'm supposed to be. Meow. Well, when I'm with Edge, you see, I get this amazing feeling like I can fly just about anywhere. The boy might still be a little wet behind the ears, but he's got all of us to take care of him, so... I suppose even capriciousness has its virtues. I'm going to move forward, with my friends, for what we must do. And for the memory of those who died with their dreams unfulfilled. Even if a hero such as yourself stands in my way, Commander Kenny, I will not give up.
I see. The fact that you've overcome such formidable obstacles, gained so many companions in vast and unknown space, it's impressive. So go. Commander. Go forth and do what you must. Ich traue ihm nicht. Zum Commander Kenny. Dismantle the SRF? Don't you think that's rather short-sighted? Watch your tongue, Commander. Or do you presume to think your heroic reputation carries more weight than my rank? Shimada ist das, ne? Excuse my impertinence, Deputy Director Shimada. Yeah. The USTA has reached its consensus. This is no matter for a mere moonbase commander to meddle in. Well said, sir. Your job is to simply carry out the orders I require of you. Do you follow light speed, Kenny? Hmm? Yeah. But, sir, there's still a chance we can reach an agreement with the Eldarians. Mr. Gagan was quite amicable toward the SRF on Eos. If we ask him to intervene for us... A little late for that, don't you think? It sure is. Any more friction with the Eldarians will only make my position worse. Very well put. I won't be thrown to a kangaroo court so close to elections. It goes without saying. The men of the SRF burn with a desire to explore outer space. What will become of their passion, their dreams? And more importantly, sir, what are your thoughts on the future of mankind? The environmental degradation of Earth isn't going to stop. Mankind's only hope for survival is in space. My future is far more important right now. Why do all you ignobles want to make my life so difficult? Can't you hey. Understand that there won't be any future if Earth is destroyed? It's not as if the Earth is going to blow up tomorrow. This current matter is absolutely crucial for me. The SRF was a joke anyway. Romantic talk of passion and dreams without results disgusts me. Absolutely despicable. And how? I suppose I must agree, Deputy Director. Quite disgusting, compared to the passionate, dream-filled, noble idea of using successful space exploration to further one's political career. Is that all you have to say? Then be off on your mission already. I can't imagine a hero of your standing will have much trouble shooting down such a lightly armed ship. Aha. What are you thinking, Commander? Oh, just thinking that I must be getting old. I'm astounded at how meekly I complied with such an absurd order. If an officer ignores his superior's orders, his own subordinates will not respect him. Very true. And nonetheless, as you plainly saw, I let them go on their way. Well then, Hines, how are we going to report this? Well, what exactly is there to report, sir? We've yet to encounter any SRF ships, after all.
Besides, the original order had a critical flaw. There's no such body as the SRF. How can a non-existent organization command ships? That's clearly impossible. And yet, Deputy Director Shimada issued an order to destroy these fictional vessels. Really, sir, what was he thinking? Now, that's a charade. But, well, I suppose we can call it even now. Wow, okay, was als erstes mal, was ist das für eine lange Cutscene gewesen? Ne? Also diese Folge hier, die hat echt was an Überlänge. Also ich bin jetzt bei einer Aufnahmezeit von 1,5 Stunden. Ich schneide hier aber ja auch echt eine Menge raus. Wenn wir Glück haben, ist dann die Folge vielleicht nur 1 Stunde lang. Ich bin mal gespannt. Deshalb werde ich mich jetzt auch hier beeilen wegen der Szene. Also als erstes finde ich das mal ganz toll von Edge, dass er aufgestanden ist und mal seinen Mund aufgemacht hat. Dann bin ich überrascht gewesen, dass Raimi hinter ihm gestanden hatte. Ich dachte vielleicht erst, okay, sie wird ihn jetzt unterbrechen mit dem, was er sagte, aber das hat sie nicht getan und hat hinter ihm gestanden, so wie die anderen auch. Dann Shimada, den konnte ich mir noch gut merken von ganz am Anfang des Spiels. Da hatte ich mir nämlich so die ersten Namen noch aufgeschrieben und da war er ja noch mit dabei. Und ja, und diese drei Leute, die da so hinter dem standen und meinten, so seine Cheerleader zu sein, also eine Katastrophe. Als wenn es hart auf hart käme, als würde sich dann Shimada sich Gedanken machen über die drei, ne? Naja, so, Commander Kenny, den finde ich ein bisschen schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Trotzdem mal mit Vorsicht genießen. Und ja, vor allem, was mich wirklich sehr interessiert ist, was ist mit Face? Deswegen sagte ich da auch an dieser einen Stelle so, oh oh, jetzt sagt er uns mit, dass vielleicht Crow auch ums Leben gekommen ist oder so, aber Gott sei Dank nicht. Bin mal gespannt, wie es dann hier in der nächsten Folge weitergeht. Ich werde in der nächsten, jetzt im Anschluss die nächste Folge aufnehmen und bin mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.